Ja, dann hau mal raus, ne? Mauzi, was hältst du von Mauzi? Geiler Mauzi ist super. Echt, findest du? Schon Streit Mega Nummer, geiler Streitpunkt Bart. Nummer 1. Ich würde es zum B packen. Hätte ich auch gesagt. Ja, okay. So ein vorderes B. Geiler Mauzi ist vorderes B. Okay, merken wir uns das. Geiler Polita ist awesome. Ist Ja, für mich ein super. A. Ist das für dich ein S oder ist ein A? Nee, Galaponita ist ein A. Ja, würde ich auch sagen. Und Galoppa würde ich eigentlich direkt daneben packen. Nee, Galoppa runter. Ich mag nicht, dass die Fell-Dinger da aussehen wie lange bunte Würstchen, die aus dem Körper wachsen. So, Porenta ist halt. Awesome. Ja, aber es ist halt S. immer noch so fast das normale Porenta. Also ich würde das normale Porenta würde ich nicht in S packen. Ja, es ist aber halt das normale Porenta, nur cooler. Dann die Weiterentwicklung doch nochmal eine Nummer cooler. Nee, ich finde die Weiterentwicklung immer ein bisschen schlechter. Deswegen würde ich halt Was? das in S packen und die Weiterentwicklung Nee. dann in A. Die Weiterentwicklung habe ich in S gepackt und das in A. Also Gala Porenta ist aber eine Porenta mit einem längeren. Ne? Ich würde sagen, jeder hat. Wollen wir so eine Regel machen, dass jeder zwei S-Picks hat, die er durchsetzen kann? Oder drei? Oder zwei reichen, glaube ich. Dann nehmen wir zwei, okay. Dann kommt es für mich für OFS. Okay, dann kann ich dann nehmen. Smoke, Smoke! Wo ich aber. Also für, ne, für Pantimos muss ich mich jetzt einsetzen. Obwohl ich finde die Weiterentwicklung fast noch cooler. Das ist scheiße. Was? Das einzige Coole daran ist, dass es so eine Art Stepptänzer ist, der da Ja, das ist rumwackelt beim mega Kämpfen. awesome. Also ich mag die Aber an Weiterentwicklung auch sich mehr finde als ich es das einfach mega Normale. hässlich. Ich mag die Weiterentwicklung auch mehr als das Normale. Deshalb bin ich, ist mir egal, was mit dem Normalen passiert. Ja, die Weiterentwicklung ist in Ordnung, aber Nee, das die geht Weiterentwicklung gar ist nicht. fucking awesome. Die normale, also. Würdest du das schon zu F packen? Oder zu Atrocities to Humanity? Weil soweit, da würden mir andere Pokémon einfallen. So, Gala, Geradak, nee, erstmal Gala, Zickzacks. Finde ich halt noch Ja. relativ lame, deshalb würde ich das, glaube ich, noch in D packen, ehrlich gesagt. D. Es ist halt Ja. so, naja, aber auch schon cool. Also eher B, würde ich sogar sagen. B? Nee, dann einigen wir uns auf C. Das sieht doch ganz gut aus, dein Lebensmotto. Jetzt kommt halt die Weiterentwicklung, da sehe ich das genauso, würde ich auch zu D packen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so geil. Das kann eigentlich auch zu Zickzack. Die finde ich mega. Das ist eine Atrocity. Findest du. Echt? Findest du das so schlimm? Das finde ich so schlimm. Das ist einfach so Wollen mega wir auch sagen, dass hässlich. jeder eine oder jeder zwei Atrocities hat? Oder eine, weil mir fällt nur eine ein. Nee, außer du sagst, es ist auch eine Atrocity. Oder jetzt dazu rein. Nee, ich Weil ich finde finde es halt wirklich. Das hat fette Lippen. Das sieht aus wie ein normales Flampi, aber nur hässlich in weiß mit einem fetten Eisafro. Das sieht einfach überall ekelhaft aus. Es hat Finger, Ja, es okay, hat ich sag Hände, auch die nicht von irgendwo Atrocity. Also, das ist rauskommen. jetzt für keinen, das. Was ist mit der anderen Form? Die finde ich schon in Ordnung. Find's jetzt nicht super, aber. D, D oder C? Ich wäre schon eher für C. So, Flunschlick finde ich wieder fast schon sympathisch, lustig. Das ist bei mir schon Running-Gag Kumpel geworden, weil es Ja. einfach so scheiße ist. Also, das würde ich fast sogar A oder B, ganz ehrlich sagen, weil das finde ich echt ziemlich cool. Lass mal ruhig auf B. Okay. Aber auch ganz hinten B. So, jetzt kommen wir schon zu den Startern, Mensch. Hatte alle ziemlich cool. Ja, dann finde ich aber zum Beispiel, ich finde die, also ich finde, ich habe keine Ahnung, wie sie im Deutschen heißt, die zweite Entwicklung von Chimpep. Stimmsticks. So Ja. grundsätzlich finde ich sympathisch, also ich finde es nicht Atrocity, ich finde es auch nicht mega Ich scheiße. fand's nicht mal sympathisch, als ich's gespielt habe. Deshalb Ich würde ich habe einfach einfach drauf sagen, gewartet, wie D. sich entwickelt, ja. So, Gorilla Boom. Der ist awesome. Gorilla Boom. Ich finde den auch ziemlich Ich habe awesome. gemerkt, dass voll viele Dinge gar nicht so mögen. Das ist das schlechteste Endstartentwicklung ist und so weiter, aber ich finde sie super. Den würde ich in B oder A packen. Sitz. Also ich mag Wabut mega gerne. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der Sieht aus ist wie cool. ein Co. Also ich muss halt direkt an Naruto denken, wenn ich das Ding sehe. Ich finde auch die Art von ihm voll cool. Wegen, dass man da im Pokémon-Camping, dass man, wenn er anfängt zu lachen, dann lacht er erst, merkt er, oh Scheiße, ich bin nicht mehr cool, und dann tut er wieder auf cool. Das finde ich super. Ja, also ich würde den auch zu A packen auf jeden Fall. Ja. Und sorry, kannst du mir erzählen, was du willst, aber Nidalee ist für mich ein S. Ness? Ja, safe. Das Nee. ist ein fußballspielender Feuerhase, Ich Mann. erlaub dir das Ding nicht auf S. Doch, das ist aber. Dann muss ich leider mein Safe S nehmen für mich. Nee, Eins dann von nehme ich meinen ein Safe zwei. Atrocity dafür. Nee, so geht das nicht. Doch. Nein, jeder hat. Hab aber keinen Scheiß. Mann, es ist ein Das Hase, sieht voll der sieht cool nicht mal aus. cool Das aus. hat. Hast du mal seine Animation gesehen? Kennst du das Ja, die Video, wo es Togepi Animation. durch die Gegend kickt? Ja, okay, stimmt, das ist witzig. Das ist fucking Aber awesome. kein Essen werden. Doch, also. So, weil jetzt kommen wir nämlich zu was absolut Hässlichem. Ja, stimmt. Das Ding ist wirklich pottenhässlich. Die sind jetzt nicht so geil.
Also Inteleon finde ich ja sogar noch okay. Aber ich weiß nicht, was die zweite Entwicklung darstellen soll. Es hat die komischste Farbkombo aller Zeiten. Ich finde das einfach scheiße. Das würde ich fast sogar zu Atrocity packen. Nicht safe, aber... Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch einen leichten Würgereiz, wenn ich das sehe. Aber Atrocity würde ich jetzt nicht sagen. Also nehmen wir es zu F. Ja. Mit viel Wohlwollen. Ja. Und die letzte Entwicklung finde ich sogar fast wieder cool, aber das ist ja so cool wie die anderen beiden. Es geht so. C oder B? Wäre ich sogar für C. Ja. So, dann Corviknight oder Kramor. Kramor ist halt einfach awesome. Jo, finde ich auch. Also ist A. Die fand ich schon in den Trailern geil, als man den jetzt erstmal gesehen hat. Ist ein A, oder? Ist ein A. So, Volley. Volley ist ein A, oder? Ganz ehrlich, ich habe nicht so starke Gefühle wie, keine Ahnung, wie viele Leute da draußen im Internet fühlen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, es ist das coolste Pokémon aller Zeiten, aber es ist halt einfach, es ist simpel, aber es ist stark, deshalb würde ich es einfach zu einem A packen. Wenn Leute in ein paar Jahren über die 8. Gen sprechen, wird Volley fallen. Bin ich mir sicher. So, die Weiterentwicklung finde ich wieder fast, finde ich nicht so cool, ehrlich gesagt. So, jetzt ist... Ich habe auch schon wieder vergessen, wie es heißt, aber ich mag es nicht. Weil es so dumm guckt und ich erinnere mich an die Kinder aus meinem Kindergarten. Also das ist eine Atrocity, finde ich. Ich würde auch fast Atrocity sagen. Das ist nicht mal irgendwas Gutes. Man hat sich da nicht mal die Mühe gemacht, ein Gesicht zu malen. Und mich erinnert das an die Kinder aus meinem Kindergarten. Aber nicht an die guten Kinder aus meinem Kindergarten. Dann diese. Das sieht aus wie so ein Streber in der Schule. So ein Randall, der alles petzt. So sieht vor das Ding aus. Vor allen Dingen die Spitze auf dem Kopf, die sieht nicht mal gut aus. Das sieht einfach aus wie so eine hässliche Frisur oder ein Hut. Also ich bin bei Atrocity dabei. Und der Kopf ist auch viel zu. Der Kopf ist größer als der Körper. Das sieht einfach so ekelhaft aus, wie er sich da rauspresst. Ich nehme mir vor, das ist so ein Vieh, was seinen Kopf in die Schale einziehen kann. Ja, aber Kamalm ist cool. Kamalm ist cool. Rolikoli. Rolikoli. Das ist, bleibt und ist für immer Rolikoli. Ja, und es ist ziemlich awesome. Und ich finde den Namen auch geil. Und Waggon sieht einfach aus wie ein absoluter Irrer. Waggon. Es ist schon ein scheiß Name. Das ist so ein scheiß Name. Waggon können wir eigentlich zu D packen. Aber Rolikoli würde ich fast zu B. Rolikoli kommt auf A. Okay, Rolikoli kommt auf A. Finde ich gut. Und das, die Weite. Und Decarbo finde ich mega cool. Ja, B. Jetzt kommt dieser dämliche Apfel. Von dem ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Den finde ich scheiße. Ich mag ihn halt eigentlich auch. Also da hat man sich jetzt echt wirklich gar keine Mühe gemacht. Das finde ich richtig hässlich. F? Nee, wir machen daraus ein D, damit ich die Weiterentwicklung auf F packen kann. Welche von den beiden? Diese fette Apfel-Dings. Ich mag die. Was? Die sieht so dumm aus. Die sieht so mega dumm. Die Ohren, die da raushängen, das sind seine Augen. Das sind nicht seine Ohren, das sind seine Augen. Und sein Rücken wird von Kindern gegessen. Das hat nicht mal was, was es fallen lässt, was gegessen wird, sondern sein Rücken wird einfach gegessen. Das ist ein fettes, hässliches Ding. Ich würde das auf D. Das wollen wir so auch auf D packen. C. Wie cool. C wie cool. Machen wir B wie cool. B wie cool, okay. So, Urgel mit Pikachu im Gesicht, also in dem Maul ist... Sollen wir jetzt wirklich die Urgels alle einzeln machen? An sich ist es einfach nur ein Urgel. Also ich find's ja Urgel schon mega awesome, aber ich find Urgel mit Pikachu im Maul noch ein bisschen mehr awesome als... Ja, das kannst du ja bei Urgel mit reinmachen, müssen wir nicht extra nicht okay. Vormachen. Hey, ich muss ehrlich sagen, ich find Urgel mega scheiße, aber als ich gesehen habe, dass ich Pikachu nehmen kann... Und dass es das Vieh immer ausspuckt, was es holt, wenn's taucht und so... Ich hab schon ein bisschen mitgewonnen. Ah. Ey, also dann aber Urgel ist zumindest B, oder? Mit Pikachu im Maul. Ich muss ja sagen, einfach nur, weil wir Flunschlick auch auf B haben. Ja, okay, ist Urgel auf B. Ja, gut, finde ich okay. So, Barakiefer kommt auf S. Sorry. Das ist mein B. Barakiefer ist das coolste Pokémon aus der 8. Gen. Ich lege mich fest, das ist mein Lieblings-Pokémon aus der 8. Gen. Es ist so cool, es bewegt seinen Schwanz. Also es dreht seinen Schwanz, es guckt wie ab, also es guckt wie einfach das größte Biest auf Erden, es ist schnell. Das ist mega ekelhaft. Das ist überhaupt nicht ekelhaft, das ist süß, ich würde es gern knuddeln. Ich will das vielleicht nicht, aber ich würde es in ein Aquarium packen. Wenn ich einen Fisch hätte, der seinen Hinterteil so drehen, also awesome. Ja, dann nimm auf. Also ich kann ja eh nichts gegen sagen. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, die jetzt kommen. Außer das letzte, das heißt Tatana, das weiß ich ja. Sindrin, irgendwie so, keine Ahnung. Also ich mag die ganze Entwicklungsreihe. Also die ganze Entwicklungsreihe an sich mag ich auch. Auch mit CBA gehen? Weil ich finde das letzte schon ein ziemliches A. Ich würde sogar sagen, das ist ein S, das ist einfach so ein Meme-Pokémon, ne? Das ist echt? Das neue Gardevoir. Also würdest du wirklich S? Ja, das ist das neue Meme-Pokémon, das ist das neue Gardevoir. Keine Ahnung, wie viele Künstler von Rule 34 die schon gezeichnet haben. Die ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Das ist schon gutes.
Das ist immer noch kein gutes Zeichen, aber gut. Ihr Pokédex-Eintrag ist super. Was sagt denn ihr Pokédex-Eintrag? Sobald du irgendeine schlechte Emotion oder so hast, dann macht sie alles, um diese schlechte Emotion wegzukriegen. Okay, Ace. Und zwar die Sachen. Die verprügelt ihr einfach, bis du nicht mehr traurig bist. Ace, das ist ähnlich wie Lieberlo, finde ich gut. Und das Coolste ist, das ist nicht mal das Pokémon an sich, sondern das meiste sind die Haare. Und das Pokémon ist einfach nur so ein kleines Alien-Ding. So, Lauchzelot wäre für mich ein Contender auf Ace, ehrlich gesagt. Ich find's gar nicht mal so geil. Ich find's normales schon geiler. Dieser Blick. Geiler. Es der ist Blick. Geiler, aber das normale ist geiler. Nein, never ever. Das hat sich ein Schild aus dem Lauch gebaut. Also wir können es auf S packen, finde ich in Ordnung, aber immer noch hinter normalen. Ja, okay. Ich finde die Weiterentwicklung von geil. Also ich finde es cool. Also ich mag das echt gerne. Ich würde es auf A packen, ehrlich gesagt, weil ich das echt cool finde mit dem Stepptanz und mit dem Hut und wie es guckt. Ich find's auch schon cool, ja. Ich finde nur den Bauch mega hässlich. Und dann würde ich direkt danach nochmal ein A raushauen. Ja, das ist cool. Das nehmen wir. Und das hat mich tatsächlich die Art, das ist entwickelt auch voll geil. Das ist so ein besonderes Feel. So, das sieht für mich aus wie ein Hookie-Digimon. Das ist für mich, also das könntest du, das hätte Digimon Adventure auftauchen können, mir wäre es nicht aufgefallen. Ja, stimmt eigentlich. Mit so ein Baby-Digimon. Was ich per se erstmal nicht schlechtes finde. Ich find's cool, dass das so eine besondere Art hat, sich zu entwickeln. Ich weiß aber nicht, ob ich das zu Akribi packen soll oder zu Homunculi. Fast schon A. Ja, A wegen den ganzen Formen. Und die ganzen Formen. Es war auch wieder so eine absolute crazy Idee, was die Entwicklung angeht, dass du dich in unterschiedliche Richtungen drehen. Also es ist schon wirklich hart abgefuckt. So, jetzt kommt das. Das ist für mich einfach nur Goofa in was anderes halt, in Elektro so. Also. Ich würde es für Atrocities packen, vor allem schon allein, weil es hoppt in seinem Team hat die ganze Zeit. Aber Atrocity ist für mich zu hart. Das entwickelt sich nicht, das sieht scheiße aus. Ich finde Atrocity zu hart. Das hatte Hopp in seinem Team, deswegen ist Hopp auch so schlecht. Kann Atrocity, gar nicht. Das wollen wir nicht noch über F diskutieren, weil so. Ich meine, guck dir an, wie traurig es guckt. Ja, gehört auch so. Hat's verdient so zu sein. Packen wir es in Atrocity. Snom ist A oder S? A. Die Weiterentwicklung ist S. Ich finde die mega lame. Die ist mega awesome. Es ist sieht voll scheiße. Coole Motte. Cool, die sieht mega, den Körper die sieht mega epic aus. Der Blick. Sieht aus wie eine Eule als Motte. Das sieht kein bisschen aus wie eine Eule. Das hat so diesen krassen Blick. Aber also, dann ist es auch mindestens ein Haar. Nein. Es ist einfach hässlich. Was? Man hat es einfach voll verkackt mit dem Körper. Willst du mich verarschen? Warum hat so großes Potenzial gehabt? Das hinterletzte A. Jetzt kommen nämlich zwei Atrocities. Nee, die sind mein S. Was? Nein! In 100 Jahren nicht! Ey! Nee! Das ist mein Safe-Bet für Atrocity gewesen, diese scheiß hässlichen Fickviecher. Das glaube ich nicht, das finde ich super. Das ist ein mega geiler Sweeper. Okay, dann packen wir eins von beiden packen wir auf S und eins von beiden packen wir auf Atrocity. Das ist das gleiche Pokémon. Ist mir egal. Das ist das gleiche Pokémon. Ist mir egal. Nein, das gehört auf S. Das gehört in 100 Jahren mega geiler nicht auf Sweeper. S. Hat eine Schutzfähigkeit. Das sieht. Guck es dir an! Cool aus, das ist ein Pinguin mit dem Reddit-Kopf als Eis drauf. Ja, der Reddit-Kopf ist so cool. Ich bin immer dafür, dass wir eins auf S packen und eins in Atrocity. Das ist das gleiche Pokémon! Ja, und ich finde es Atrocity und du findest es S. Nein! Das eine gibt's nicht. Okay, dann ist das jetzt halt dein S-Ding, okay. So, jetzt. Ich sag dazu nichts. Also. Eine von denen muss ich in Atrocity packen. Also meinetwegen können alle in Atrocities außer Dracovish. Welches von denen ist Dracovish? Mit dem Wasserkopf und dem Drachenschwanz als Körper. Das ist einfach das stärkste Competitive-Pokémon zur Zeit. Ich finde es super derpy, wie es aussieht. Das ist einer der wenigen von den vielen, die eigentlich auch noch leben könnten. Und nicht irgendwie, wo du traurig sein musst, dass es lebt. Deswegen finde ich Dracovish auf B. Okay. Mindestens. Die anderen Hitches sind Atrocities. Die anderen sind Atrocities. Außer den einen Fisch. Ja, den Fisch finde ich eigentlich gar nicht so hässlich. Aber ich finde den Fisch auch schlimm, cool. Dass der Kopf falsch rum ist. Ja, das ist schlimm. Das ist einfach zu schlimm. Komm, Mitleids-F. Mitleids-F, ja. Ich mag die erste und die letzte. Die mittlere könnte man eigentlich weglassen, finde ich. Die mittlere bringt nichts zum Table. Der erste ist voll süß, wie sie auch die Hände hält. Der bringt's überhaupt nicht zum Table. Ja, der macht nichts Besonderes, der hat nichts zu bieten. Ja, für sich halt ähnlich. Aber ist schon noch ein D, weil es schon noch ein cooles Design ist. Schon ein D, ja. Gerne aber mal. Die erste und die letzte können wir beide in A packen, finde ich. Ja, finde ich auch. Bin ich zufrieden. Auch wenn ich den Düsenjet ein bisschen lächerlich finde, aber es gehört halt zum Charme von dem. Ja, das stimmt. Ich würde
die beiden Rüstungsdinger beide in B packen. Und ich finde die ohne Rüstung potthässlich. Same, same. Also ohne Rüstung finde ich wirklich. Okay, also wo wollen wir die Rüstungsform erstmal hinpacken? Da finde ich beide gleich cool, ja, bin ich auch mit Dekor, ja, vorher schon. Und die beiden ohne Rüstung. Damals Center D und Sashian F. Okay. Ja, jetzt bleibt nur noch. Endüner Loss. Fand ich vom Design her. Bin ich Fan von. Ich finde es vom Design schon mega geil, aber es ist halt kein Pokémon. Das sieht für mich eher aus wie eine Überbestie. Ja, eben. Und ich habe die Story darum nicht gecheckt. Vielleicht könnte die Story wirklich sogar sein, dass es eine Überbestie ist. Ja, das kann ich sein. Bin mir nicht sicher. Aber ich habe die Story ja nicht mal gecheckt, weil Rose erstmal meinte, das könnte in 1000 Jahren alles untergehen, weil Endynados, ja, wenn Freundes freigelassen wird, Spiel, also nicht am Pokémon. Lass ich das jetzt frei. Das liegt jetzt am Spiel. Ja. Am Pokémon kann dafür nicht. Ich finde die Giga-Entwicklung auch mega geil, dass es so Risse in Zeit und Raum macht. Man dann sogar Ultra-Bestie halt. Ja, deswegen, ich glaube wirklich, das ist eine Ultra-Bestie, ja, und kein Pokémon. Aber das würde ich auch in B packen. Ein hohes B. So, dann haben wir es eigentlich. Man halte fest, unser Lieblings-Pokémon der Generation sind Porenta. Und das, was schon seit Generation 1 da ist. Sir Lauchzelot, Libello, Barrakiefer ist das beste Pokémon aller Zeiten. Barrakiefer ist Eterna. Sagt der diesen potnässlichen Pinguin da reingepackt hat. Der Pinguin ist das. Das ist wirklich das ein. Das ist, ich würde sogar fast sagen, es ist das Pokémon, was ich von allen Pokémon am wenigsten mag. Ich, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit alles, ja. Ich auch. Muss ich mich nicht verschämen, wenn ich mir das angucke. Ich schäme mich schon ein bisschen für Barrakiefer. Du stehst auf, du schämst dich für Barrakiefer, ich raste aus. Ja, passt schon so. Also mal, generell kann man sagen, die Pokémon an sich sehen schon alle cool aus in der neuen Edition. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr zufrieden mit den neuen Pokémon. Die Pokémon, die mir ans Herz gewachsen sind, sind mir wichtiger als das scheiß Petze-Pokémon. Naja. Tschüss.